Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Trick Phantom Detective. Beim letzten Mal ist mir der Emulator ja wieder abgeschmiert und lustigerweise funktioniert er dann aber sobald ich die Aufnahme beende. Das heißt, ich bin immer noch in derselben Session, wenn man das so sagen will, und habe einfach die Aufnahme neu gestartet. Das heißt, ich bin genau da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich werde die beiden Folgen zusammen hochladen und Annotations in die erste machen, dass man sofort rüberspringen kann und dann können wir sofort weiter gucken. So, wir waren hier stehen geblieben. Wo bist du? Finde mich, bevor ich weggerissen werde. Blablabla, bla, bla. Ja, das kennen wir alles schon. Gut, das heißt, jetzt müssen wir ihn finden. Aber wo? Da unten, da, das Blatt, da ist er. Ich hatte recht. Cecil, ich bin hier. Oh, da bist du ja. Ich bin's, Rakete! Was tust du da? Musst du das echt fragen? Im Ernst? Ist das nötig? Nein, schon gut. Wie auch immer, ich brauche deine Kräfte. Hilfst du mir? Natürlich! Warte, ich komme zu euch! Warum ist er nicht, wenn er sowieso meine Gegenwart gespielt hat, warum ist er nicht so einfach hochgekommen? Warum musste ich ihn erst finden? Okay, hier bin ich, Cecil! Vielleicht fließen die Dinge jetzt in eine neue Richtung. Obwohl der Fluss im Abwasserkanal etwas stinkig ist. Ach, zumindest haben wir das Schicksal verändert, aber die Zeit bis zum Tod ist trotzdem nur noch eine Sekunde. Ich weiß nicht, was wir da so Schönes reißen können. Schauen wir mal. Vielleicht, wenn wir irgendwas finden, was eine ähnliche Form hat wie die Tür. Gucken wir erstmal, da komme ich überall nicht dran. Werkzeugkasten, Winde, Motor. Das bringt alles nicht so wirklich viel. Erinnerst du dich, wie ich meine Kräfte einsetze? Ja, du kannst Dinge tauschen, die gleiche Form haben. Um genau zu sein, kann ich die Dinge tauschen, die aussehen, als hätten sie die gleiche Form. Wo liegt der Unterschied? Als der Wind mich in den Fluss geweht hat, fiel mir etwas auf. Betrachtet man etwas aus einem anderen Winkel, sieht es auch ganz anders aus. Das ist ein guter Punkt. Für einen kleinen Hund, der mit dem Abwasser herkam. Sorry, ich kriege die Stimme von ihm gerade gar nicht hin. Ja, das bedeutet einfach, dass wir uns irgendwas besuchen müssen, das genauso aussieht wie diese Tür. Und wir sie tauschen können. Aber was? Ball, Telefon, hier ist ja nichts mehr sonst, oder? Kann ich den Ball... Oh, da unten der Deckel, der Mülleimerdeckel, aber... Wie zur Hölle kriege ich den Mülleimerdeckel darüber? Ich kann auf jeden Fall die Zeitschriften... diese quiekenden Typen sind über irgendetwas ganz schön aufgeregt. Cecil, meine tierischen Instinkte übernehmen die Kontrolle. Ich fürchte, du müsstest am Leben sein, um sie zu jagen. In der Mülltonne muss ein Rattenfestmahl sein. Diese Viecher veranstalten gewöhnlich einen größeren Aufruhr als jetzt. Einen größeren Aufruhr? Geisterwelt, ich habe nämlich eine Idee. Die beiden sehen gleich aus, das heißt, wir tauschen die mal. Und schon kommt die Ratte da dran. Und sie werfen hoffentlich die Mülltonne um. Komm schon. Oh ja, ganz viele Ratten auf einmal. Wie viele kommen denn auf einmal an? Die ganze Familie. Nun, das nenne ich mal einen ordentlichen Aufruhr. Sie bringen die Mülltonne geradezu zum Tanzen. Offen gestanden habe ich gerade auch Lust zu tanzen. Es wird immer schwerer, meine wilden Instinkte zu kontrollieren. Ein gefährlicher Haufen. Und viel zu viele Stimmen. Das ist ein Rad. Moment. Den Mülleimerdeckel. Okay, ich komme noch nicht dran. Aber jetzt kann ich das nämlich tauschen. Und dann fällt er hier hoffentlich um. So, Fall um, genau. Und jetzt haben sie nämlich dieselbe Form. Jetzt kann ich das tauschen. Nein, ich kann es noch nicht tauschen. Ich kann es jetzt hoffentlich tauschen. Vorsicht! Und weil Cabanilla sich davor schmeißt, sieht der Manipulator jetzt nicht, dass es getauscht wurde. Und zumindest der Professor ist schon mal sicher. Cabanilla hat sich aber leider immer noch alle Rippen gebrochen. Tut mir leid, mein Täubchen. Was Sie angeht, Inspektor.
Ich hätte da eine kleine Aufgabe für Sie. Das erklärt jetzt aber auch, warum Sie Jode töten wollen. Das ist einfach die Rache von diesem Sissel. Und dadurch haben wir ein Motiv. Ich kann mich nicht bewegen. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 gebrochene Knochen. Egal. Das hindert mich nicht daran, Sie zu manipulieren. Es tut sich ja nur ein ganz kleines bisschen weh, wenn ich Sie bewege. Oder vielleicht doch eher sehr. Verdammt seien Sie! Der Typ ist echt böse. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Boop, boop. Nun gut. Oh, das Kapitel ist schon zu Ende. Ja, da ist natürlich der Emulator an der Superstelle hängen geblieben. Naja. Ich kann es kaum glauben. Sie haben es tatsächlich geschafft. Tut mir leid, Inspektor Cabanilla. Ich konnte Ihnen nicht helfen. Dann liege ich. Ein armer Haufen gebrochener Arme und Beine. Aber egal. Ich habe die Show genossen. Das magische Verschwinden, meine ich. Unvergleichlich, Baby. Ja, außer, dass es im Gegensatz zu einem normalen Zaubertrick kein Nager war, der spiellos verschwand. Information wurde hinzugefügt. Also einige von euch wollten dann noch einen Special Part sehen, in dem ich die ganzen Informationen mal vorlese und zeige. Und da so viele sehen wollen, werde ich das definitiv auch machen. Was ist los? Sie sehen aus, als wären Sie lieber tot, was Sie ja auch sind. Mir ist nur gerade eingefallen, dass mein wahres Ich dem Justizminister in diesem Moment einen echten Schrecken einjagt. Oh, der Anruf? Ja, er war sehr aufgebracht. Entschuldigung, mein Herr. Nein, die Stimme kriege ich gerade wirklich nicht richtig hin. Sie sollten nicht so gemein sein. Und was ist das für ein lebhafter, kleiner, putziger Fellmann? Oh, dieser kleine Hund ist der Krieger, der Camilla beschützt. Zumindest wäre er das, wenn er tatsächlich noch lebhaft wäre. Camilla. Meine Güte, ja, so eine schreckliche Angelegenheit. Das arme kleine Mädchen, eine Geisel. Eine grausame Wendung des Schicksals. Moment, Fräulein Camilla ist eine Geisel? Ja, es tut uns leid, kleiner Krieger. Fräulein Camilla, eine Geisel? Was ist eine Geisel? Jedenfalls, Inspektor Cabanilla, es ist Zeit, Ihr Leben zu retten. Als Sie es vorhin versucht haben, sind Sie ja nicht weit gekommen. Aber dieses Mal ist es anders, nicht wahr, Sissel? Das stimmt. Wenn wir zusammenarbeiten, ist die Lage gleich ganz anders. Wir retten den Inspektor in Weiß und dann befreien wir Camilla, okay? Okay, bringen wir es schnell hinter uns. Ach, Kinder, ich fühle mich ja wie eine Nebensache. Die Frage ist, können wir ihn wirklich retten? In Ordnung, legen wir los. Das Kapitel ist doch noch nicht vorbei, also von daher geht's noch weiter, das ist sehr gut. Inspektor Cabanilla ist oben, also müssen wir zuerst dorthin. Sissel, ich gehe zuerst hoch und warte dort auf dich. Mach das mal, ja. Wupp, wupp, wupp und weg ist er. Der kann das natürlich wesentlich leichter, weil er so eine große Reichweite hat. Okay, Turteltäubchen, wir brauchen deine Hilfe. Bring dieses Messgerät nach oben. Der Geist steckt darin, also lass es nicht fallen. Oh gut, das ist natürlich dann ein sehr willkommener Aufzug hier. Taubenexpress. So. Nicht abstürzen, Taube. Du bist mutig, kleines Täubchen. Ich sollte schnell nach oben, bevor die Taube die Kraft verliert. Rakete erwartet mich. Ich muss mich beeilen. Blup. Gut, dass die Zeit in der Geisterwelt stillsteht. So. Da bist du ja, Sissel. Tut mir leid, dass du warten musstest, Rakete. Aber was können wir tun? Am Ende der 4 Minuten wird der Inspektor durch einen Schuss getötet. Springen Sie einfach rein und halten Sie davon ab zu schießen, ja? Fängt das schon wieder an. Außerdem ergibt es keinen Sinn. Wenn Sie ihn am Schießen hindern, tötet er Sie nur auf eine andere Weise. Moment, das klingt vertraut. Genau, gleiche Situation wie meine. Das Beste wäre, ihn schießen zu lassen und Cabanilla zu retten, ohne dass er es merkt. Das heißt, wir müssen... Wir könnten die Kugel im Flug tauschen mit irgendetwas, aber das wird er wahrscheinlich bemerken, oder? Ach, das ist sogar noch schlimmer als das letzte Mal. Jetzt tun Sie doch schon was. Irgendwas.
Okay, ich bin bereit, Sistel. Denk dran, wenn du meine Kräfte benutzen willst, berühre einfach das Hundesymbol. Puh, naja, auf jeden Fall hat sich die Situation geändert. Jetzt dank, hier, wie heißt der Rakete? Missile. Okay, wir haben... Moment, wir haben eine Strickmütze und wir haben da oben diesen Helm. Die haben auf jeden Fall beide schon mal dieselbe Form. Oder die gleiche Form. Aber was bringt mir das erstmal? Aktuell? Nicht. Okay, der Kessel ist offen. Moment. Komme ich da? Nein, da komme ich nicht rein. Das ist doof. Das ist verdammt doof. Ich kann aktuell noch nichts machen. Wie kann ich nicht rüber erreichen? Das Buch kann ich auch nicht tauschen mit irgendetwas. Und als Sizzle kann ich gerade wirklich gar nichts machen, weil ich nichts erreiche, ne? Ja, ich könnte wieder runtergehen, aber ich kann die Winde bewegen. Warum hängt die überhaupt wieder da oben? Hängt irgendwo fest und bewegt sich kein Stück. Vielleicht hat der Mann in Weiß sie verflucht. Ja, jetzt wollte er sagen, tun Sie etwas, um mir zu helfen. Oh, das ist gruselig. Wenn ich eine Nachricht für dich habe, dann übergebe ich sie selbst. Vielen Dank. Okay, los. Nee, lassen Sie jetzt endlich die alte kaputte Winde in Ruhe und helfen Sie mir. Du hast ihn gehört, Sissel. Oh Mann, ja echt. Aber zumindest können wir jetzt hier irgendwie hin. Wir kommen nicht mehr da hoch. Ich kann jetzt den Ausguss öffnen, aber... Was bringt mir das? Ich weiß absolut nicht, was ich tun muss. Oder was ich tun kann. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann mit Rakete gerade nichts tauschen. Ich kann mit... Ich kann hier nichts machen. Mit Sizzle. Oder, beziehungsweise ich bin ja gar nicht Sizzle. Ich kann selbst nichts machen. Moment, er dreht sich um. Warte. Ah, jetzt müsste ich die Mütze runterfallen lassen, aber ich komme nicht an die Mütze dran. Moment, ich kann die Lampe drehen. Und jetzt kann ich am Helm rütteln. Wenn er gerade nicht hinguckt. Was war das? Tja, ich nicht. Aber inwieweit hilft mir das jetzt? Inwieweit hilft mir das weiter? Ich habe jetzt den Helm da unten. Aber ich kann damit gerade nichts tun. Ausguss schließen. Ich werde die heutige Hinrichtung... Blabla, das kennen wir ja auch schon. Alles doof. Kannst du den... Bitte, Cabanela, kick den Helm weg. Wäre ich jetzt da drin gewesen? Nee, das hätte mir auch nichts gebracht. Aber jetzt ist das... Ah, okay. Jetzt ist das Ding näher am Kessel dran. Trickzeit. Schnell. So. Jetzt kann ich die Trittleiter bewegen. Ohne, dass er das mitbekommt. Ich kann die Strickmütze schwingen. Nein. Das heißt, die kann dann vielleicht auf die Trittleiter fallen. Ja, sehr gut. Und jetzt hatte ich für... Uff, ich habe jetzt doch ein bisschen Angst. Warum ist er nicht gestorben? Weil er schon tot ist. Er starb vor 10 Jahren. Ich wusste, dass er nicht sterben würde, wenn wir ihn erschießen. Warum haben sie sich dann überhaupt die Mühe gemacht, ihn zu erschießen? Die Zeit ist fast um. Genug geplaudert. Aber jetzt hat sich die Lage ein wenig geändert. Diese letzten Sekundenbruchteile sind unsere Chance. Ja, das stimmt. Wenn ihr nämlich oben mal guckt oder gerade gesehen habt, die Mütze hat jetzt die Form einer Kugel. Einer Patrone, was weiß ich. Das Problem ist nur, sie liegt gerade noch falsch rum. Und ich weiß auch nicht, was ich... Moment. So, ich muss irgendwie Rakete mit hier rüber bekommen. Rakete, geh bitte in die Mütze rein. So, aber das Problem ist, die Mütze ist immer noch falsch rum.
kann ich hier jetzt noch irgendwas... Ah, ich kann es mit dem Buch tauschen. Okay. Und jetzt hängt die da. Jetzt kann ich... Nein, da komme ich überhaupt dran. So, nein. Jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. Nein! Ich will das nicht berühren. Nee, ich kann es nicht tauschen. Dann muss ich die mit Sissel wieder runter rütteln wahrscheinlich. Ja, schwingen. Schau sich das einmal an! Wie ein Fisch am Haken! Ich liebe Stückmützen. So warm und so weich. Hey, da fällt mir auf. Die Mütze hat die gleiche Form wie der Helm, den sie heruntergeworfen haben. Aha, dachte ich mir doch. Das Problem, ich kann es aber immer noch nicht tauschen. Trick, 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 Trick. Ah, nein, der Geist, Ghost, Geist. Gib mir die Geisterform. Das war eine weitere Bedingung meines Deals. Bla. Nein, es ist nicht zu spät. Es nützt nichts. Sogar mit meinen Kräften kann ich nichts tun. Doch, jetzt kannst du was tun. Die Lage hat sich doch gerade voll geändert. Ich sehe nichts, mit dem wir die Kugel tauschen könnten. Sie haben es wohl nicht rechtzeitig geschafft. Es tut mir so leid, Inspektor. Ich muss es eben wohl... Es muss es wohl noch einmal probieren. Wieder? Ich werde wieder erschossen. Hallo? Doch, ich hab... Ich bin noch in der Mütze drin, ne? Nur weil ich noch in der Mütze drin war. Ansonsten wäre das wahrscheinlich die perfekte Möglichkeit gewesen. Will ich den Inspektor in Weiß retten, ohne dass der andere Typ davon etwas mitbekommt, muss ich nach dem Schuss etwas gegen die Kugel unternehmen. Ich kann sie mit etwas anderem tauschen. Dann sollte ich noch etwas mit der gleichen Form Ausschau halten. Die Mütze. Oh. Ich war einfach nur noch in der Mütze drin, deswegen konnte Rakete sich nicht tauschen. Das war das einzige Problem. Ich wette mit euch. Okay, ich wette lieber nicht. Ich wette nicht so gerne, aber... So, gehen wir nochmal hoch. Jetzt weiß ich ungefähr, was ich tun muss. Bla. Den Dialog kennen wir schon. Deswegen... Hallo? Achso, das ist neuer Dialog. Egal. Mit anderen Worten, sobald er geschossen hat, ist die Kugel der Schlüssel zu allem. Denk dran, wenn du meine Kräfte benutzen willst, bla. Das war jetzt jedenfalls nichts Weltbewegendes. Okay. Wer ist wo? Rakete ist hier. Das heißt... Brauchen wir den da hinten? Nein, wir brauchen ihn nicht. Das heißt, Rakete wird erstmal... im Telefon bleiben. Da ist er ganz gut aufgehoben. Ich wechsle schon mal zu Sissel. Jetzt müssen wir warten, bis er die Kanne da runterwirft. Und dann können wir nämlich in die Lampe wechseln. So. Dann müssen wir warten, bis er sich umdreht, damit ich die Lampe drehen kann und den Helm runterwerfen. Ja, komm, dreh dich um. Sehr gut. Dumm. Und der Helm fällt von ganz alleine zufällig runter. Ja, bla, was war das? Dann gehe ich schon mal hier hin, damit ich gleich in den Karren hier ran kann. Oder muss ich den Helm da oben... Nee, den muss ich garantiert nicht da oben lassen. Sonst würde der sich ja nicht umdrehen. Genau, schießt du auf ihn... Bla. Netter Mantel da im Hintergrund. Ja, komm schon. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, beziehungsweise die ganze Nacht. Ich nehme ja nachts auf. So, jetzt muss alles stimmen. Du fährst darüber. Dann holst du bitte die Mütze für mich runter. Jawohl. Und fährst die Mütze wieder rüber. Faszinierend, dass das alles innerhalb von 3 Sekunden funktioniert, aber egal. So, dann brauche ich Raketes Hilfe, um die Mütze mit dem Buch zu tauschen. So. Dann brauche ich Sissel, um die Mütze runterfallen zu lassen. Jetzt haben wir auch wesentlich mehr Zeit als gerade eben. So, und jetzt gehe ich mal irgendwie da rein und kann dann die Stückmütze, die sieht nämlich jetzt wirklich aus wie eine Kugel, zumindest sollen sie das so darstellen. Ist natürlich Glück, dass sie genau so gefallen ist. Und damit können wir dann die Kugel tauschen, hoffe ich. Ich meine nämlich, dass das die richtige Lösung für das Rätsel wäre. Wenn nicht, dann muss ich mal noch weiter ausprobieren und gucken, ob ich irgendwas tun kann.
Es nützt nichts. Sogar mit meinen Kräften kann ich nichts tun. Was? Ich sehe nichts, mit dem wir die Kugel tauschen könnten. Sie haben es wohl nicht rechtzeitig geschafft. Es tut mir so leid, Inspektor. Ich muss es wohl noch einmal probieren. Wieder? Ich werde wieder erschossen? Nein. Hallo, ich will die Steckmütze tauschen. Was muss ich tun? Irgendwas muss ja wohl noch zu tun sein. Ja, nach dem Schuss, aber ich kann nach dem Schuss nichts machen. Okay, nochmal von Anfang an. Okay. Ich lass diesmal den Helm oben. So. Auf Wiedersehen, Taube. So, jetzt kennen wir aber den Dialog schon. Wie machen wir das? So, Rakete geht erstmal wieder ins Telefon. Das ist, denke ich mal, die beste Methode. Wir drehen dann einfach die Lampe um und lassen den Helm erstmal da oben hängen. Denn aktuell bringt das nichts. So, Ghost, Sizzle, geh du schon mal in die Lampe. Und dann drehen wir die Lampe einfach nur um. Naja, die Zeit vergeht, das ist in Ordnung. So, und dann ab sofort wieder nach unten. Wäre natürlich schön, wenn ich da jetzt eine Klappe öffnen könnte, sodass der runterfällt. Könnte Cabanela... Nein, er könnte nicht weglaufen, er hat alle Rippen gebrochen. Oder einige Knochen gebrochen. Und nachdem er vom Manipulator da hoch manipuliert wurde, wird das sich das nicht gebessert haben. Das ist natürlich blöd. Aber die Mütze ist auf jeden Fall der Schlüssel zu dem Rätsel, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin froh, dass ich nicht gewettet habe. Also, dass ich die Wette zurückgezogen habe, weil, wie man sehen konnte, ich habe ja verkackt. So. Dom. Wir holen erstmal die Mütze vom Haken. Wie gehabt. So. Aber wie sieht denn die Kugel aus, mit der wir die tauschen müssen? Genau, du bleibst erstmal da drin. Dann tausche ich das hier mit. Und dann gucken wir mal, was passiert. Es liegt jetzt da unten. Toll, das hat immer noch dieselbe Form wie vorher. Kann ich den rütteln? Ne, jetzt hat er mich wieder erkannt. Was ist los? Ich habe die Geisterwelt noch nie... Ja, bla. Aber im Grunde hat sich nichts geändert, oder? Ich meine, die Mütze liegt immer noch genauso da wie vorher. Toll, jetzt konnte ich gar nichts tun. Was ist das für ein Blödsinn? Muss ich den Helm da jetzt runterhauen oder muss ich ihn nicht runterhauen? Ja, bla. Okay, nochmal von Anfang an. Ich muss das Ganze nochmal genau durchdenken. So, gehen wir erstmal da hoch. Ja, bla bla, da bin ich ja. Alles in Ordnung, Rakete. Aber was kann ich hier tun? Was kann ich hier tun? Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Aua, 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 das sieht schmerzhaft aus. Ich werde den Helm nochmal runterhauen, weil ich glaube nicht, dass er da oben hängen bleiben soll. Und das ändert ja auch nicht großartig was in der Situation, wenn er da oben hängen bleibt, außer dass da oben... Oh, da ist noch Rakete drin. Außer dass er da oben hängen bleibt. Von daher... Oh. Ja, komm. So, du fällst runter. Ich finde es nur seltsam, dass er da nicht denkt, dass ein Geist in der Nähe ist, ein anderer. Aber nun gut. Los, Zeit, vergeh schneller.
Es ist einer der wenigen Momente, wo ich wirklich möchte, dass die Zeit schneller vergeht. Aber wenigstens ist die Musik gut. Immerhin etwas. So, jetzt können wir wieder was machen. Kenne ich das? Ja, das kenne ich schon, was er sagt. Okay. Was genau können wir tun? Ich kann den Ausguss öffnen und ich kann ihn schließen. Bringt uns das irgendetwas? Wirklich ernsthaft, bringt uns das irgendwas? Ich vermute nicht. Oder? Aber warum kann ich das tun? Kann ich hier noch irgendwas machen? Fotos? Nein. Mikroskop? Nein. Das Einzige, was ich tun kann, ist die Mütze runterholen. Gut. Bisher ist das ja nichts Neues. Dann kann ich die Trittleiter bewegen. Dann kann Rakete die beiden tauschen. Ist soweit ja nichts Neues. So, und jetzt? Die kann ich nicht mit dem Helm da unten tauschen, oder? Nein, es geht nicht. Die haben nicht aktuell nicht die gleiche Form, aber ach, was kann ich dann tun? Oder Moment. Ist das etwa die Form der Kugel, so wie die Mütze da hängt? Das will ich jetzt einfach mal sehen. Wenn das jetzt die richtige Form ist, ne? Und das war eine weitere Bedingung, bla bla bla. Er wird schießen, es ist zu spät. Wieder? Ich werde wieder erschossen. Nein, wartet, unsere Chance kommt. Ernsthaft? Das sieht eher aus wie eine Kugel, als wenn die Mütze unten lag? Wirklich? Meiner Meinung nach sind Kugeln nicht eher langgezogen? Ach, na gut. Im letzten Sekundenbruchteil, richtig? Überlasst mir das. So, jetzt kriegt ihr die Mütze ab. Schauen Sie nur. Die Kugel schwebt in der Luft zwischen der Pistole und der Stirn des Inspektors. Jetzt ist unsere Chance. Ich bin jetzt in der Kugel. Tauschen wir dieses kleine Ding mit etwas anderem. Was? Das ist unsere einzige Hoffnung. Gut, dann hätten sie auch mit dem Helm tauschen können, aber wenn der Helm mit voller Karacho gegen seine Stirn knallt, dann kriegt erstens der Manipulator das mit und zweitens tut das auch ziemlich weh. Aber die Mütze könnte Cabanela noch irgendwie verstecken. Ich weiß es nicht. Es muss etwas mit der gleichen Formrichtung wie die Kugel geben. Ich habe vorher noch nie eine Kugel gesehen. Eine süße kleine Form, oder? Ich kann mir die Form der Kugel auf dem oberen Bildschirm ansehen. Okay, verstanden. Jetzt kenne ich ihre Form. Ja, gut, das war mir schon klar. Wir nehmen jetzt die Mütze. Die Mütze war auf jeden Fall trotzdem der Schlüssel, aber diese Art, ey. Ja, sehr geil. Sehr realistisch runtergefallen. Und er sieht die Mütze anscheinend nicht. Das ist gut. Ich glaube nicht, dass er das gemerkt hat. Sieht aus, als hätten sie wieder einen Verschwindetrick vorgeführt. Und ich sage es erneut, ich liebe Strickmützen. So warm und so weich. Aber habe ich es richtig gemacht? Du hast das super gemacht, kleiner Krieger. Du hast noch ein Leben gerettet. Und ich werde es immer wieder tun. Wieder und wieder. Ach, Miss Alice ist so toll. Was ich in diesen 4 Minuten gesehen habe, hat mir alle Antworten geliefert, die ich suche. All unsere Forschungen der letzten 10 Jahre sind blass aus der Gegend, oder Professor? Also haben sie beide zusammengearbeitet? So könnte man das sagen, ja. Wer würde schon eine Geschichte über einen Manipulator glauben? Also haben wir die Sache auf eigene Faust verfolgt. Ich bin schließlich ein ganz schön verrückter Typ. Okay, schnell zurück in unsere Zeit. Wir müssen Fräulein Camilla retten. Du hast recht, Rakete. Da gibt es einen Kerl, dem ich folgen muss. Ja, der Manipulator. Wird er jetzt durch die Telefonleitung reisen, so wie ich, oder wird er zu Fuß zum U-Boot gehen? Also durch die Telefonleitung kann ich ja nicht reisen, weil sie die Kommunikation abgeschnitten haben. Das haben wir ja mitbekommen. Naja, egal. Das werden wir wahrscheinlich im nächsten Kapitel sehen. Nachdem er sich an Inspektor Cabanela gerecht hat, ist der Mann in Rot gegangen. Und nun beginnt eine neue Geschichte in einer neuen Gegenwart. Das war echt knapp. Wie geht es Ihnen, Sie verrückter... wie geht es Ihnen, Sie verrückter Kerl?
Hey, Prof. Wie ich sehe, leben wir beide. Yeah. Unvergleichlich, Baby. Aber vielleicht werde ich alt. Mir tun hier und da die Knochen weh. Früher hätte mich so eine kleine Explosion nicht einmal gejuckt. Ja, ja. Als ob ich das glauben würde. Und jetzt? Der Typ in Rot ist fort? Mein Einsatzkommando ist zur Sicherheit um das Gebäude herum platziert. Lassen Sie uns beten, dass die Jungs sich für uns eingesetzt haben. Mal eher nicht, sonst sind die ja auch noch tot, oder? Verdammt! Gerade jetzt gehorchst du mir nicht. Oh du, mein Körper! Tja, das war's dann wohl erstmal mit Tanzen, oder? Was können wir tun? Wir können nur irgendwo anders hinreisen. Beide Tode wurden rückgängig gemacht. Leider kann ich nicht behaupten, dass es im Fall des Weißen Inspektors ein voller Erfolg war. Aber zumindest haben diese beiden die Informationen zum Aufspüren des Manipulators. Ich sollte mit ihnen reden. Jo, das wäre auch meine nächste Idee gewesen. Machen wir das doch mal. Hallo. Wenn ich gewusst hätte, dass es so enden würde, wäre ich lieber in der Explosion gestorben, Baby. Dann könnte ich den roten Teufel jetzt hinterher tanzen. Ich kann vielleicht Tode auslöschen, aber gegen Verletzungen bin ich leider machtlos. Aber mal ehrlich, so sollten Sie nicht reden. Ja, Sie haben vermutlich recht. Ich hasse es nur, so hilflos zu sein. Ich hatte ihn schon in den Händen. All unsere Pläne stützten sich auf heute Nacht und dann musste das hier passieren. Er sorgt sich wohl um seine makellose Bilanz. Es ist noch nicht zu spät, Inspektor. Wir haben noch eine Chance. Vielleicht kann ich ihn fangen. Stimmt, das ist keine schlechte Idee. Ich arbeite bedingungslos mit Ihnen zusammen. Stellen Sie ruhig so viele Fragen, wie Sie wollen, Herr Geist. Ja, Rache erstmal. Dieser Typ sprach von Rache. Und warum will er sich an Campanella rächen? Rache an den Leuten, die ihm vor 10 Jahren das Leben gestohlen haben. Humpf, er ist ein Dummkopf. Er war es, der sich entschieden hat, das Mädchen als Geisel zu nehmen. Und in der Folge starb er. Er trägt ganz allein die Schuld. Aber was meinte er damit? Ich wurde ermordet von euch allen. Kommissar Jobut, der mich gejagt und um die Ecke gedrängt hat. Lynn, die da stand, wohin ich lief. Und zu guter Letzt auch Sie, Inspektor Campanella. Wenn Sie nicht getan hätten, was Sie getan haben, hätte ich nie eine Waffe auf das Kind gerichtet. Ja, an diesem Tag vor 10 Jahren arbeitete die Sondereinheit an einem ganz großen Fall. Wir nahmen einen jungen Mann fest, einen wichtigen Zeugen. Und dann habe ich 2 sehr dumme Fehler gemacht. Kommissar, ich schwöre, ich weiß von nichts. Fein, fein. Sie müssen natürlich nicht reden. Aber wenn Sie es nicht tun, macht die Sondereinheit Ihnen das Leben zur Hölle. Guter Kopf, schlechter Kopf, was? Aber ich... Ich war gerade erst der Sonderkommission zugeteilt worden. Sie teilten keine Infos zu großen Fällen mit einem Neuling wie mir. Ich wollte sie beeindrucken. Ich sollte einfach nur seine Aussage aufnehmen. Aber ich war zu unerfahren. Ich hatte ihn in die Ecke gedrängt und ihm jede Hoffnung genommen. Das war mein erster Fehler. Und dann habe ich noch einen zweiten Fehler gemacht. Du hast ihn entkommen lassen. Campanella, haben Sie einen Moment Zeit? Der Chef will Sie wegen Ihres Berichts sehen. Verstanden. Bin unterwegs. Sie bleiben schön brav hier, verstanden? Und da tanzt er ab. Und dann habe ich es getan. Ich habe Sie im Befragungszimmer sitzen gelassen. Meine Waffe. Wie konnten Sie? Er hat meine Waffe benutzt, um zu fliehen. Es stimmt, was er sagte. Hätte ich diesen Fehler nicht gemacht, hätte er nie eine Waffe gegen Lynn gerichtet. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Anfängerfehler. Wir haben während der Überwachung eines Überseegesprächs von Manipulator erfahren. Eines Überseegesprächs? Aus Sicherheitsgründen werden in diesem Land die Kommunikationsnetzwerke überwacht. In diesem Gespräch ging es um einen Deal mit einem gewissen anderen Land. Er sagte, er will sich von ihnen kaufen lassen, sich und seine Kräfte. So haben wir von ihm erfahren. Natürlich wussten wir damals noch nicht, wie er aussieht.
Um seine Kräfte zu beweisen, hat er zwei Dinge vorausgesagt. Er hat zwei ganz unmögliche Fälle vorhergesehen. Den Fall eines Mannes, der Staatsgeheimnisse während eines Rockkonzerts singt, und den Fall eines Mannes, der den Polizeichef im eigenen Büro als Geisel hält. Und die beiden Insassen im Sondergefängnis. Wir setzten die Abhöraktion fort, leiteten eine Untersuchung ein. Dann fanden wir heraus, wo heute das Treffen stattfinden sollte und haben den Ort observiert. Ah, okay. Aber da waren wir tot. Da hatte der Manipulator seinen Körper nicht mehr, deswegen ist er nicht dahin gekommen. Das Restaurant, das Hühnchenparadies. Der Manipulator will das Land heute Nacht verlassen. Auf einem Unterseeboot des anderen Landes in diesem Deal. Unterseeboot? Wir konnten jedoch nicht herausfinden, wo es auftauchen wird. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn sie an seine Kräfte kämen. Ja, sie würden sie sicher nicht zu friedlichen Zwecken einsetzen. Und jetzt haben sie das kleine Mädchen als Geisel. Camilla. Wir müssen ihn aufhalten, bevor das Land verlässt. Okay. Aber was ist jetzt mit seiner makellosen Bilanz? Ist das hier eben, dass er seine Waffe da liegen hat lassen, der Makel in seiner Bilanz? Ihre makellose Bilanz, ist sie Ihnen wirklich so wichtig? Natürlich, Baby. Auf gewisse Art ist sie mir wichtiger als mein Leben. Als Ihr Leben? Schließlich komme ich wegen meiner Bilanz als Leiter der Sonderkommission an alle geheimen Infos. Und mittels meiner Position kann ich alle Aspekte der Untersuchung im Manipulatorfall steuern. Der Manipulatorfall? Deshalb ist Ihnen Ihre Bilanz so wichtig? Natürlich. Warum sonst, Baby? Ich konnte es einfach nie glauben. Mann, Jode soll einmal erschossen haben? Mir war egal, dass er gestanden hatte. An der Sache war etwas faul. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um die Leiter zu erklimmen. Und endlich fand ich die Antwort. 5 Jahre hat es gedauert. Der Manipulator. Er ist der Beweis, dass Jode unschuldig ist. Welch beeindruckende Entschlossenheit. Aber das würde sogar Sinn ergeben. Der Manipulator hat eben die Kontraktion von Camilla manipuliert, eben damit Jode ins Gefängnis kommt. Oder zumindest Camilla irgendwelche Probleme hat. Auf jeden Fall, dass sein Leben zerstört wird, indem seine Frau stirbt. Camillas Entschlossenheit. Eine Sache verstehe ich dir noch nicht. Wenn sie so entschlossen waren, Kommissar Jode zu helfen. Warum haben sie ihm nicht geholfen, aus dem Gefängnis zu fliehen? Das ist leicht, Baby. Es ist ein Verbrechen, aus dem Gefängnis zu fliehen. Ich wollte ihn nicht zum Verbrecher machen, nachdem ich 5 Jahre seine Unschuld beweisen wollte. Und er hat ja selbst um die Hinrichtung gebeten. Als Mann des Gesetzes musste ich die Hinrichtung auf legalem Weg stoppen. Darum habe ich ihn auch zum Justizminister gebracht. Ich wollte so viel Zeit schinden, wie ich nur konnte, Baby. Das ist es also. Aber es gibt ein unglückliches Ergebnis bei der Sache. Lynn hat ihre Absichten ganz falsch verstanden. Ha, das ist schon ein kleines Missverständnis. Mein Baby wird es schon noch verstehen. Aber heute haben wir Wichtigeres mit unserer Zeit anzufangen. Ja, das stimmt wohl. Puh, also ist Cabanela doch einer von den Guten. Da haben einige von euch anderes gedacht nach dem letzten Kapitel. Oh ja, als Cabanela den Erpresseranruf gemacht hat. So, können wir mit dir noch irgendwie reden? Herr Vorsteher, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ich war nicht immer Schauplatzvorsteher, müssen Sie wissen. Früher war ich bei der Polizei. Na, die Polizei, ja? Nicht als Kommissar, sondern als Gerichtsmediziner. Ich habe Todesursachen untersucht. Ah, dann hat er wahrscheinlich auch den Temsig-Fall untersucht. Vor 10 Jahren wurde mir ein merkwürdiger Leichnam zur Untersuchung vorgelegt. Von einem Meteoritensplitter getroffen und sofort gestorben. Das stand im Polizeibericht. Es gab kein Anzeichen von Leben. Er war definitiv tot. Aber ich konnte nie einen Autopsiebericht abgeben. Denn die Leiche war plötzlich verschwunden und hinterließ nur einen einzigen Hinweis. Eine ungewöhnliche Leiche. Bestimmt war sie... Achso, eine ungewöhnliche Leiche. Bestimmt war sie es, die ich die ganze Nacht gejagt habe. Können Sie mir mehr erzählen? Sicher. Es liegt auch in meinem Interesse, dass Sie Ihr Gedächtnis wieder erlangen und sich selbst finden. Gut.
Auch ich kann sie nur so nennen. Es war eine ungewöhnliche Leiche. Der Mann war auf jeden Fall tot, kein Zweifel. Aber er hatte nicht einen Kratzer. Nicht einen Kratzer? Aber ich dachte, er wurde von einem Meteoritensplitter getroffen. Ich verstehe es ja auch nicht. Ich war total verwirrt, aber als ich die Autopsie durchführen wollte, wurde es noch komischer. Ich konnte ihn nicht obduzieren. Sie konnten nicht? Was heißt das? Das Skalpell drang ein, aber es schnitt nicht. Sobald ich ihn aufschneiden wollte, hallte der Schnitt sofort wieder zu. Keine Wunde, keine Narben, kein Blut. Das heißt, er ist unverwundbar? Das ist krass. Und ich konnte dieses Rätsel nie lösen. Denn der Leichnam ist einfach verschwunden. Die Leichenhalle wird streng bewacht. Niemand kann ihn einfach gestohlen haben. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie die Leiche verschwinden konnte. Wie? Sie ist rausgelaufen. Wie sonst? Denn wenn einer rausläuft, dann ist das ja kein Problem. Da wird er ja nicht aufgehalten, oder? Sie ist aufgestanden, hat die Tür geöffnet und ist von selbst gegangen. Was? Er war tot, aber auch nicht tot. Wir haben das heute Nacht selbst gesehen. Nicht mal eine Explosion hat ihn getötet. Und hat es nicht einmal gemerkt, als er die Faust auf den heißen Herd geschlagen hat und draufgelassen hat. Puh, eine Spur bleibt. Ich hatte noch ein paar Daten von Tests, die ich durchgeführt habe. Ich konnte eine Art Strahlung am Körper messen. Strahlung? Ich habe alle möglichen Instrumente benutzt, konnte die Art aber nicht genau identifizieren. Ein unbekannter Typ aus einer unbekannten Welt. Moment mal, kann es sein? Richtig, sie stammte von dem Meteoritensplitter. Ich finde es interessant, dass sie den Meteoriten da drin gelassen haben und nicht irgendwie ausgegraben und untersucht oder so. Wobei, macht man das bei Meteoriten, die auf die Erde fallen? Teilweise schon, oder? Naja. Ich bin zum Park gegangen und habe den Krater des Meteoriten untersucht. Wie erwartet habe ich dort Strahlung gefunden. Es war das exakt gleiche Strahlungsmuster wie bei der Leiche. Damals dachte ich, er wäre eine Art unsterbliches Wesen, dass er stirbt und dann gleich wieder aufersteht. Ich wollte alles ganz genau untersuchen, also habe ich als Gerichtsmediziner gekündigt. Einige Jahre später erfuhr ich von der Verbindung zwischen dem Manipulatorfall und meiner Forschung. Dank der Ankunft dieses verrückten Typen hier. Oh, hören Sie auf, Professor. Soll ich etwa rot werden? Okay, Cabanillas Ankunft. Aber wie hat er den gefunden? Es war vor etwa einem Jahr, glaube ich. Dieser Mann in Weiß kam in mein Forschungslabor getänzelt. Wer es halt so gerne macht. Und was für ein Eintritt, ja. Ich habe gehört, dass du da einen sonderlingen Temsig untersucht. Sind Sie das Baby? Wer sind Sie überhaupt, dass Sie mich Sonderling nennen? Das da hat allerdings recht. Damals war ich am Manipulatorfall dran. Ich hörte von einem Typ, der die Polizei verlassen hat, um den Meteoriten zu erforschen. Als ich davon erfuhr, traf es mich auch wie ein Meteorit am Kopf. Die Hinweise auf den Manipulator fingen damals gerade erst an. Wir wussten noch nicht, wer er war, aber wir wussten, dass er mit einem bestimmten fremden Land kommuniziert. In einem dieser Gespräche sagte er: Die Quelle meiner Kraft ist nicht von dieser Welt. Und da habe ich eins und eins zusammengezählt. Der Manipulatorfall und Temsig waren irgendwie miteinander verbunden. Das erklärte auch, wie er vor 5 Jahren mit seinen Kräften die Geburtstagsüberraschung eines kleinen Mädchens für seine Mama manipuliert hat. Er hat die Waffe zur Falle hinzugefügt, wahrscheinlich indem er Camilla kontrollierte. Puh, das ist echt fies. Und das erklärt auch, warum hier unten die Kontraktion nachgebaut wurde, eben weil die beiden das erforscht haben. Ja, so langsam fügen sich die ganzen Stränge zusammen. Also haben sie diese Falle im Keller nachgebaut, um Kommissar Joad zu helfen? Das stimmt. Joad und ich arbeiten zusammen, als ich noch Kommissar war.
Ich habe seine Berichte des Falls benutzt, um die Falle nachzubauen. Aber es gab da ein Detail in der Funktionsweise der Falle, das ich nicht reproduzieren konnte, so sehr ich es auch versucht habe. Camilla sagte, Jode, die Falle habe eine schier unmögliche Bewegung gemacht. Ich habe etwas zu meiner Version der Falle hinzugefügt. Ich habe einen Teil hinzugefügt, durch das Armor sich drehen konnte. Sonst hätte die Waffe nicht ausgelöst. Also muss jemand Camillas Falle manipuliert haben. Als Ergebnis haben wir uns selbst bewiesen, dass der Manipulator existiert. Oh, das ist Lynn. Wie ist die denn hier gekommen? Inspektor Cabanela! Und wo ist überhaupt Rakete hin? Hey, Baby. Tut mir leid wegen des Anrufs. Ich muss mich wie ein Bösewicht angehört haben. Ich wollte dein Bild von mir nicht zerstören. Das Bild des coolen Kommissars, zu dem du aufgeblickt hast. Ist das wirklich das Bild, das ich von ihm hatte? Inspektor Cabanela, es tut mir leid. Ich habe es nicht gewusst. Sie haben diesen Mann die ganze Zeit verfolgt, um Joe zu helfen. Dieser Manipulator ist sehr gefährlich. Ich wollte dich da nicht mit hineinziehen. Darum haben sie mich heute Abend verhaften lassen, oder? Ich sage immer, wenn dir jemand im Weg steht, wirf ihn ins Kittchen. Uff. Heute Abend. Dachte ich wirklich, dass wir ihn endlich haben. Aber im entscheidenden Moment hat mein Körper versagt. Es ist wie ein schlechter Witz. Hahaha, jetzt ist sogar noch Jode hier. Aber ein Witz bleibt ein Witz. Man sollte einfach drüber lachen. Jode! Der Minister hat die Hinrichtung abgeblasen. Und wo er schon dabei war, hat der Kommissar Jode bis morgen früh laufen lassen. Für wo er schon dabei war, ist das ziemlich extrem. Oh Gott, so viele Charaktere auf einmal. Ich kann heute absolut keine Stimmen machen. Das tut mir ein wenig leid. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, herzukommen. Du kannst den Rest mir überlassen. Da haben wir es ja wieder. So warst du schon immer. Lässt alle durch die Gegend rennen und springst dann in der letzten Minute auf den fahrenden Zug. Jode. Vor 5 Jahren hast du mir diesen Mantel hinterlassen, bevor du dich selbst gestellt hast. Ich habe versprochen, ihn dir eines Tages zurückzugeben. Ich mag seine Taube, die ist einfach cool. Sehr cool. Ein Gefängnisinspektor. Ich warte schon so lange, Kommissar Jode. Warte schon so lange auf diesen Tag. Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast, Lynn. Okay, ich mache mich auf den Weg. Viel Glück, alter Freund. Oh ja, das wirst du brauchen. Puh. Die Taschenuhr? Dieses Geschenk, das du mir gegeben hast, das kann ich sehr gut gebrauchen. Vielen Dank. Freut mich, dass es dir gefällt. Was genau hat es mit der Taschenuhr auf sich? Naja, wir werden es hoffentlich erfahren. Sissel, bist du da? Ja, ich bin hier. Wir beide müssen diesen Mann finden. Ich brauche deine Hilfe. Kann ich auf dich zählen? Sicher, aber wie? Wir wissen nicht, wo das U-Boot ist und die Telefonleitung funktioniert nicht. Sie sprechen über spezielle Kommunikationskabel. Mir klingt mich schon ein, du wirst schon sehen. Kannst du bis dahin bitte hier warten? Okay, in Ordnung. Ich verlasse mich drauf. Dieses wahre Ich, das du suchst. Du wirst es sicher bald finden. In Ordnung. Ich gehe, Inspektor Cabanela. Vielleicht solltet ihr eben noch einen Krankenwagen rufen. Die Sonne geht bald auf. Ich bin nicht, wer ich zu sein glaubte. Und ich weiter davon entfernt zu wissen, wer ich bin, als je zuvor. Aber jetzt fühle ich mich nicht mehr so alleine. Und jeder von uns hat seine Gründe für die Suche nach der Wahrheit. Gemeinsam können wir die Rätsel lösen und die Dunkelheit vertreiben, die sie umgibt. Doch die Sonne geht bald auf. So, jetzt ist das Kapitel aber zu Ende. Ja, irgendwie war es dann doch gut, dass der Emulator mittendrin abgestürzt ist oder sich aufgehängt hat, denn wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, das waren glatte 80 Minuten, die ich jetzt am Stück aufgenommen habe. Und 80 Minuten in einer Folge wäre schon ein bisschen krass gewesen. So habe ich jetzt eine Folge mit 30 Minuten und eine mit 50 Minuten. Das ist schon ganz gut. Ich werde sie trotzdem beide zusammen hochladen.
Das werdet ihr dann ja sehen, wenn ihr das hier seht. Denn das ist ein Kapitel und das gehört zusammen, finde ich. Und so kann sich jeder das einteilen, wie er es sehen will. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal noch dabei. Zwei Kapitel sind es noch, die wir hinter uns bringen werden. Und dann ist das Spiel schon vorbei, leider. Also, es wird dann schön, weil die Story sich dann endlich zu einem Finale auferhebt und es jetzt nochmal richtig spannend wird und die ganzen Handlungsstränge zusammenführen und wir endlich erfahren, wer wir überhaupt sind. Aber es ist auch schade, weil das Spiel dann vorbei ist. Aber nun gut, ich will euch nicht weiter aufhalten. Ihr habt sicher jetzt schon lange geschaut und seid froh, dass es vorbei ist. Mehr oder weniger vielleicht. Deswegen sage ich einfach mal bis dann und ja, habt noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht oder was auch immer es gerade für eine Tageszeit ist. Macht's gut.